Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zu fucking Star Fox Zero. Ich bin so excited. Endlich mal wieder ein Star Fox. Wir spielen das in nächster Zeit ganz, ganz viel oft. Und here we go. Wow. Wir haben auf der Wii so lange Rotz und Wasser geheult und Nintendo angefleht, dass endlich mal wieder ein Star Fox kommt. Ich glaube, ihr könntet mir gerade alles auftischen und ich würde einen riesen Hype-Train veranstalten. Bitte lade schneller. Bitte lade einfach schneller. Ich habe vorhin schon mal einen Soundcheck gemacht, damit ihr alles ordentlich hört, aber habe mich von dem ganzen Spiel noch überhaupt nicht spoilern lassen. Ich kenne überhaupt gar nichts. Also, bitte lade doch einfach schneller. Platinum hat da mitgemacht? Nice. Jetzt nur für das verdammte Intro geladen. Was? Volume? Oh. Hallo, ich begleite dich auf dem Übungsflug. Stell mal die Lautstärke auf dem Wii U Gamepad ein. Weil die bleibt aus. Okay. Lass uns zuerst die Flugsteuerung üben. Mit dem Bewegungssensor des Gamepads kannst du zielen. Ach du Scheiße. Okay. Ich halte es gerade, du... Was? Ey! Ja. Drücke ZR, mit dem Laser zu schießen. Wie resette ich das Ding, Mann? Die Checkpoint-Ansicht auf dem Gamepad ist perfekt zum Zielen. Au, ey! Linker Stick oder Y... Ah, okay. Mit Y justiere ich neu. Sehr schön. Das Schiff selbst steuerst du mit den beiden Sticks. Alles klar. Ach du Scheiße. Okay. Die invertierte Achse finde ich mal wieder geil. Stehe ich drauf bei Starfighter Games? Die meisten Leute finden das Ding eventuell irritierend. Aber das, ich komme sehr gut drauf klar. Die Höhensteuerung kannst du im Pausenmenü auch umdrehen. Ja, braucht niemand. Dann schalte ich nun auf Außenansicht. Aha. Das Gamepad zeigt weiterhin dein Cockpit. Okay, cool. Der rechte Stick ist deine... Was? Schub? Geh den rechten Stick nach oben, setz den Turbo ein. Wir gehen rechten Stick nach unten abzubremsen. Okay. Wait. What? Okay. Ah, okay. Alles klar. Geht auch ganz gut mit den Sticks, ist aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich denke, ich werde weiterhin X benutzen für Loops. Loopings kannst du auch mit dem X-Knopf ausführen. Ja, das... Gut, Fox! Drücke die ZR-Taste mit einem Laser... Ja, alles klar. Double Laser, schön. Der Checkpoint... Die Cockpit-Ansicht auf dem Gamepad ist perfekt. Zu zielen. Ah, ihr Hurensöhne. Ah! ZR gedrückt halten, den Laser aufzuladen. Ja, ja. Zentrieren. Ey, welcher Mock schießt mich hier ab? Also dann, zeig mir mal deine Flugkünste. Das... Ah. Sorry. Wow. Also es steuert sich echt so ein bisschen wie ein RC-Auto. Mit den beiden Sticks. Ich meine, dass ich halt mit dem rechten Stick nach vorne oder zurück die Geschwindigkeit beeinflussen kann, ist... Wir fliegen jetzt offene Formation. All Range Mode, Bitch. Alles klar. Können wir vielleicht... Ah!
Offene Formation, kannst du dich frei bewegen. Okay, cool. Ich kann, während ich den Stick nach vorne gedrückt habe zum Boosten, kann ich mit dem Stick so ein bisschen rumschwenken, um Barrel Rolls zu machen. Setzt du den Turbo im Steigflug ein? Was? Loopings. Kurze Stickbewegungen. Okay. Ja, ich weiß. Loopings kann ich auch mit dem X-Knopf ausführen. Danke, Paps. Also es fühlt sich unglaublich gut intuitiv an, muss ich sagen. Und der Turbo reicht auch lang genug, damit man mal... Was? Oh, wow, wow, wow. Wir haben einen Lock-On. Okay. Das Z-Targeting hat mich gerade irritiert. Weil man muss in der Steuerung komplett umdenken. Ich bin allerdings sehr begeistert vom Boost. Die markierten A-Wings sind wir. Flieg uns nach. Behalte mich im Auge, Fox. Ja. Wunderbar, weiter so. Ich bin gerade voll abgedreht, aber ist dir egal, oder? Ja. Wow, 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 wow. Bist du jetzt Formation mit mir? Cool. Er ahmt mir echt alles nach. Er macht Formationsflug mit mir. Nice. Das ist eine schöne KI. Okay, wir können aber nicht gegeneinander krachen. Das ist ebenfalls sehr praktisch. Während ich... Oh, krass. Während ich Slippy anvisiert habe, kann ich auf dem Gamepad immer noch... Oh Gott. Das ist krankes Multitasking. Also, ich meine... Der A-Wing fliegt langsam genug, dass man zwischendurch auch mal aufs Gamepad gucken kann, um frei zu zielen. Ja, das geht schon. Aber es ist gewöhnungsbedürftig. Ich sag noch nicht, dass es schlecht ist, aber es ist gewöhnungsbedürftig. Ich habe damals auf der Wii davon geträumt, dass man zwar frei zielen kann, ich hätte das Ganze allerdings eher mit der Wiimote gemacht. Mit dem Gamepad hat man natürlich viel mehr... Ihr seht mal, ich kann quasi schon aus dem Bildschirm rausschießen. Oh, wow. Na, klappt alles, Fox? Los jetzt, Kanäre wartet auf uns. Na dann mal Abflug. Okay. Das, ja... Okay, dann, Training gibt's neues Zeug. Wer bist du denn? Star Fox Guard. Spezial-Demo-Version. Nee, das machen wir erstmal gar nicht. Ohne Scheiß, Star Fox Guard hat mich persönlich jetzt nicht so angeturnt. Prolog. Wir schnappen uns den Prolog. Das sieht sexy aus, Leute. Nice. Falco Lombardi. Diese Nachnamen sind so weird. Happy Hair. Slippy Toad. Okay, eigentlich ist nur Falcos Nachname weird.
Proxen, klar. Ich verschmerze es auch irgendwie. Also ich find's gar nicht so schlimm, dass das Crystal in dem Teil nicht dabei ist. Der Walker aus dem verdammten Star Fox 2. Dieses Ding. Oh, by the way. Ich habe keinen Amiibo aus der Star Fox Kollektion. Oh, Moment. Ich heiße Fox McCloud. Anführer des Elite-Teams Star Fox. Gegründet vom Fliegerass. Oh, krass, er liest das sogar vor? Scharf. Vor 5 Jahren untersuchte James McCloud im Auftrag General Peppers bizarre Aktivitäten auf dem Planeten Venom. Er kehrte nie zurück. Venom, ein verlorener Felsen, Heim des wahnsinnigen Andros, nach dessen Verbannung von Corneria. 3 Piloten brachen damals auf. Mein Vater James, sein Freund und Kamerad Peppy Hare und Pygma Dengar, der sich freiwillig für jene Mission gemeldet hatte. Was keiner wusste, Pygma war einer von Andros' Agenten. Und er führte Peppy und meinen Vater geradewegs in einen Hinterhalt. In dem Chaos ermöglichte mein Vater Peppy die Flucht. Doch er selbst... Peppy trug die traurige Kunde zurück nach Corneria. Mehr noch. Er berichtete von einer gewaltigen Armee, die Andros zur Eroberung des Lylat-Systems erschaffen hatte. So begann der Krieg um Lylat. Fünf Jahre später. Der Kampf gegen Andros Schergen ist auf allen Welten von Lylat ausgebrochen. Zu Ehren meines Vaters habe ich Star Fox neu gegründet, mit modernster Technologie und der Hilfe 3 tapferer Piloten. Slippy Toad, ein Freund aus meinen Akademietagen und genialer Erfinder. Falco Lombardi, Draufgänger und Meisterpilot, der seine Freunde nie im Stich lässt. Peppy Hare, meines Vaters Kamerad. Er ist die Seele, die das Team zusammenhält. Der heutige Tag. Am Morgen erhielten wir einen Notruf General Peppers von Corneria, unserer Heimatwelt. Andros Streitkräfte fallen wie aus dem Nichts erschienen in der Hauptstadt ein. Nach all dem Warten ist der Moment gekommen. Andros, deine Tage sind gezählt. Solide. Und wir haben sogar noch Zeit, ich hoffe, für die Corneria Stage. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Game ansiedelt. Also es entweder ist es... Ich weiß nicht, ob es ein Remake von Lylat Wars sein soll. Oder sich komplett aus der Rechnung rausnimmt und sie einfach mal wieder an Star Fox. Ah, Leute, das kennen wir jetzt aber. Okay. Wir sind jetzt in Corneria's Orbit. Ultra-Freikämpfer Arwing. Ach, ist das lange her. Oh je, schaut mal da unter. Da ist hier die Hölle los. Notübertragung von General Pepper. Andros Streitmacht ist in Corneria City eingefallen. Wir brauchen eure Hilfe. Wie immer. Ihr habt's gehört, Jungs, die Arbeit ruft. Los, prüft eure G-Diffuser. Hier, Falco, soweit alles klar. Was? Ach so, wie geht es? Wie geht damit? Hier, Peppy, keine Klagen. Ach so. Slippy hier, alles bestens. Jungs, gebt mir bitte was zum Abknallen. Zentrier immer schön dein Fadenkreuz, Fox. Noch so ein bisschen Splatoon-Style. Okay, fertig machen, wir retten Corneria.
ich habe kein, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo es ansiedelt. Wir werden es auch einfach mal wie ein Lylat Wars behandeln. Ich meine, es ist Lylat Wars in sexy. Flügel öffnen! Attack on Area City, Phase 1. Here we go! Es ist echt der Klassiker eigentlich. Ich denke, ich werde demnächst... Okay. Du warst früher nicht auf dem N64. Wir fliegen in Canaria City ein. Ein Ring, damit kannst du deine Schilder aufladen. Alles klar. Wow, 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 wow. Ich will lieber die Bombe haben, Alter. Nein, verdammt. Ah, das ist... Mit dem Goldring. Ah, shit. Ah, au, au. Fuck. Die Flügel sind noch dran. Wo ich eben angefangen habe. Ich habe keinen Star Fox Amiibo, soll heißen Fox oder Falco. Hilfe, Leute, ich werde verfolgt! Slippy, das wirst du immer. Super, Frank, du bist der Beste. Du bist mein Sandbagger Nummer 1, Mann. Das weißt du doch, Slips. Ich versuche mal mit X zu boosten. Was haben wir hier Schönes? Hat mir eigentlich jemand gesagt, womit ich Bomben schieße? Wahrscheinlich mit B. Nicht auf mich schießen, Fox! Oh, meine Güte, ja. Fuck, ich wollte den... Wollte trinken. Wow, hey. Ah, Mann, Boost! Jetzt aber, ich will die... Double Laser. Danke. Das heißt, falls jemand in meiner unmittelbaren Nähe... Wir übernehmen die Küste. Alles Gute, Jungs. Hey, ich habe seinen Namen vergessen. Aber er ist cool. Das heißt, falls irgendjemand, besonders auf den Falco-Amiibo scharf, mal vorbeikommen möchte, um den hier auf mein Gamepad zu klatschen, um die Boni freizuschalten, wäre ich höchst dankbar. Der Falco Amiibo schaltet einen fucking schwarz-roten A-Wing frei, den ich unglaublich gerne mal fliegen würde. Oh, hey, wow, 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 wow. Willst du mir damit irgendwas sagen, Fox? Ja, Mann, ich flemm dir die Schwanzfedern ab. Phase 1, Ende. Alles klar bei euch? See. Oh je, yeah, der Turm sieht ja übel aus. Helft uns, Star Fox! Wir können den Turm nicht länger halten. Ach, der Herr Pepper ist persönlich hier. Los, offene Formation. So. Phase 2, beschütze den General. Legen wir hin. Ach, ich kann... Oh, krass. Ich kann die Gegner anvisieren und auf dem Gamepad hinterher schießen. Das ist ziemlich awesome. Dräger, wie macht... Was? Achso. Meine Güte, ist der... Scheiß. Chat, schnell. Was ist denn hier Scheiß? Wie wär's... Ach, nur 4? Ah nein, 5. Okay. Wie wär's, wenn wir so ein Ding mal rauswichsen? Ich glaube, das sollte ja mit dem Ziel anvisieren. Wunderbar gehen. Zieht da her, Mann. Das ist echt... Wow, 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 wow. Ey, was? Wir machen hier eigentlich eine Kehrtwende. Scheiß Fadenkreuz justieren. Wohin schießt der Mann? Da, die Behälter! Die sehen aus wie Aparoinen. Krass, Mann, wo kommt ihr denn her? Leicht Fleisch, Fox. Thanks.
Bewegungssensor kannst du... Ja, ich weiß, dass ich damit genauer zielen kann, aber ich habe keinen Bock, ständig nach unten zu gucken, während ich hier eine Webcam habe, Slaps. Kann ich die Behälter eigentlich irgendwie... wegbomben? Hm? Oh, mit B drehe ich um. Womit schieße ich Bomben, Mann? Ziele mit dem Bewegungssensor auf die Schwachpunkte des Feindes. Alles klar, kriegen wir hin. Ist das nicht übrig lassen? Ja, Falco, mach deinen Job besser, dann lasse ich dir auch was übrig, Mann. Ja, doch, mit dem Gamepad ist das schon irgendwie praktischer. Wir müssen uns da mal was ausdenken. Ah, alles klar. Der rechten. Okay. Ja, ja, Fadenkreis bewegen. Lass mich mal boosten, umdrehen. Warum schieße ich die Smart Bombs nicht mehr mit B? Schreib halt nicht B drauf, Mann. Way. Wie viele denn noch? Was, was, was? Ja, ich halte euch vom Turm fern, wenn ihr mir die Cutscene wegnehmt. Danke. Was, ich bomb den scheiß Turm einfach weg. So. Phase 2 Ende. Knappe Sache. Augen offen halten, ja? Das waren alle, oder? Okay, es war ein bisschen unübersichtlich. Star Fox, ihr habt uns abermals gerettet. Erst mein Job. Da oben, passt auf! Ach du Scheiße. Ich mache euch fertig, ihr Ungeziefer. Androsa, fliegende Schlachtfestung. Taktische Ansicht aktiviert, den holen wir vom Himmel! Angriff auf Androsa, ist klar. So Leute, können wir hier mal kurz Pause machen. Ihr guckt mich aber lieb an. Okay, Jungs und Mädels, wir haben ein bisschen Überlänge, keine Sorge, heute gibt's 2 Folgen Star Fox, alles kein Problem. Ihr müsst nur einmal kurz auf die nächste Folge klicken und wenn ihr neu hier seid, dann liked, abonniert, kommentiert und teilt doch bitte oder zieht euch die anderen Projekte von Kochinator und Malek rein. Das Team ist ja schließlich ein bisschen größer als nur ich. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Blank out!